Willkommen zum nächsten League of Legends Gameplay von mir. Ich spiele diesmal Yasuo mit in einem Normal Game, weil die Season, also heute ist der Sonntag, der 9.11. und am 11.11. ist die Season vorbei. Und naja, ich habe eingesehen, dass ich es nicht mehr schaffen werde, noch Platin zu kommen, deswegen spiele ich jetzt keine Ranks mehr. Ja, schau es sich. In Normal sollte ich eigentlich jetzt ursprünglich ein bisschen Top-Lane üben für die neue Season, weil Jungle kann ich jetzt relativ gut. Top-Lane ist so die nächste Lane, die ich mir aneignen will. Aber dazu kam ich nicht, also ich spiele wenn dann auch Gnar, aber mit TP. Und dazu kam ich einfach nicht, weil der Gnar gesagt hat, hier, ich will Top-Lane. Habe ich gesagt, okay, geh Top-Lane. Bei mir ist zurzeit richtig viel los in der Schule. Langsam beginnen die Klausuren. Und ja, 11. Klasse und so, jede Klausur zählt fürs Abi. Das heißt, ich habe auch richtig viel zu tun im Moment. Es hat aber nichts daran geändert, dass ich gestern relativ lang gespielt habe. Nur, dass ich eventuell Donnerplatin komme und dann gestern nicht war. Ich war gestern auf 97 Punkten in Gold 2, dann runter. Bisschen runter, dann wieder hoch auf 96, wieder runter, wieder hoch auf 93. Jetzt bin ich auf 52 und habe keinen Bock mehr gehabt. Boah, halt die Fresse. Irgendwo anders hingehen. Hier. Zu dem kleinen süßen Gnar. Der hat ja jemand getroffen, oder? Hat sich jedenfalls so angehört. Yasuo ist in diesem Matchup, in diesem Team hier einer der schlechtesten Picks gewesen, habe ich mir gedacht, aber ich habe gedacht, aber ich habe halt einfach gedacht, komm, probier's mal was aus. Yasuo muss ich lernen. Ist einer der, obwohl eigentlich ist er nicht mehr so stark, weil ich wollte ihn schon lange lernen und ich habe ihn auch zweimal nur im Ranked gespielt bis jetzt. Und dann kommt auch noch das Bescheuertste, was es gibt, Fizz als Gegner. Das ist so ziemlich der Hard-Counter von Yasuo. Es ist so mit Abstand wirklich der Champion, mit dem man nicht, gegen den man nicht kämpfen will als Yasuo. Denn ich als Mid-Main, Kappa, darf dann auch noch. Ich habe zwei Ranked-Games mit Yasuo die Season. Ach, lol. So. Ist früher Level 2, der wird jetzt wahrscheinlich mich gleich anspringen. Mit seinem Q und dann mit dem E gleich wieder weg. Ich bin jetzt nachdem ja auch Level 2. Das ist schön. So. Ich spiele jetzt hier gerade auch nicht Yasuo, weil ich ihn so oft spiele und euch meine geilen Mechanics mit Yasuo zeigen will. Einfach weil ich gerade Bock auf Yasuo hatte. Mechanics mit Yasuo habe ich nicht. Ich glaube, ich habe gerade mit dem Ignite den Kill secured für mich. Und das ist das Geilste an Yasuo. Das mit Abstand das Geilste. Hier, das ganze Gedasche. Fuck! Ich verliere doch immer so viele Minions. Aber ich finde es einfach geil, deswegen mache ich sie ganze Zeit. Halt. 21 zu 8 CS. Das ist ganz gut. Das hier hätte ich jetzt lieber genommen, aber konnte ich halt nur nicht kaufen. Und das habe ich auch gewusst auf der Lane, als ich dort hingegangen bin, habe ich es gewusst, dass ich das nicht kaufen kann. Aber ich musste in die Base gehen, weil wenn der jetzt mit irgendwie ein bisschen besseren Items als ich reinkomme, dann, naja, dann bin ich weg. Habe ich keine Chance mehr. Weil dann wird er mich die ganze Zeit unter Tower zonen und das will ich nicht. Ich glaube, so viel habe ich davon gar nicht verloren, dass ich weggegangen bin.
glaube, die Trades sind bis jetzt besser für mich. Oh, das war ein Crit. Fuck. Ha, ich hab's in Q unterbrochen. Okay, ich schaue, dass ich jetzt einfach so viel Last wie möglich kriege. Das Geile ist ja auch für ein Team, das habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, dass mein Team hat nur Knockups. Ja, der Gnar ist der einzige mit dem Knockup und der geht so schnell vorbei. Es wird nichts, dass ich den kriege. Oh, fuck. Lol. Ich glaube, ich kann ihn diven, er hat kein E. Aber er hat ihn wahrscheinlich gleich wieder. Oh, hätte ich den getroffen, wäre ich reingegangen. Oh, und sowas von. Ey, wenn ich sowas sehe, ich komm dich so viel Arsch. Er ist so gearscht. Okay, ist Level 6. So, jetzt muss ich auch meinen Finger auf meinen W legen. Hatte ich bis jetzt die ganze Zeit nicht drauf, weil ich kann ja nichts von ihm dodgen. Lauf von Massi hier, wenn er kommt, wenn er nichts dodgen. Fuck. Er wird Base gehen auf jeden Fall. Ah, shit. Ich hab Bock auf TS. Ich verliere auch so viele Minions, weil ich einfach zu blöd bin. Das Schöne ist, er verliert gerade richtig viele auch, weil er nicht lasten kann. Während ich full life bin. Er weiß genau wie ich, dass ich ihn killen kann. Sollte tot sein. Nice! Die Wave pushen noch und dann bin ich weg. Weil er es verkackt hat zu ehen. Er dachte wieder, er könnte total dodgen. Weil er ist jetzt ein paar Mal mein Ding ins gedodgt, mein Qs. Aber dem hat er halt nicht gedodgt und das hat gereicht. Jetzt habe ich echt 5 Pots. Ich habe einfach aus Reflex 2 Pots gekauft. Er hat 27 Minions, ich habe 71. Der hätte da, also hier hätte er viel früher einfach weggehen müssen. Ich habe jetzt echt 5 Pots, die werde ich niemals alle benutzen. So, jetzt beginnt es erst richtig Spaß zu machen mit dir so.
habe es geflasht, weil ich dachte, ich müsste noch ein Auto hinterher machen nach dem Q, aber dann hat der Q gekrittet. Weil der Q allein in Reichweite war ich ja für den Q. Aber ich hab halt nicht gedacht, dass der kritten würde. Egal, nicht so schlimm. Steht 3-0, passt. Yasuo ist ja nur minimal ein etwas guter Pusher. Ich könnte den Tower sogar fast kriegen. Was hieß der? Da jetzt 5 Pots hab, kann ich jetzt alle mal reinhauen. Wie gesagt, ich verliere doch so viele Minions normalerweise, aber ich mach's trotzdem, weil es so Bock macht. Lol, die Golems sind nicht da. Ich wollte die Spotlane ganken, die Golems sind nicht da. Zum Dings aufladen und dann schaue ich jetzt gerade so zu den Golems und achte nicht auf das Botlane ist und merke gar nicht, dass Botlane keiner da ist. Happens. Ich will aber noch mal einen Knockup, ansonsten kann ich dem nicht helfen. Ja, shit. Ohne Knockup hätte ich dem nicht helfen können, ich hätte ja nix gehabt. Oh, die Lula will ich sehen. Fuck! Ja, der Battle müsste jetzt langsam mal kommen, weil ich bin ja so. Kann das nicht unbedingt schieren. Oh, jetzt kommt der LCS Big Place. Nein, ich bin purified! Weil. Ich sag, das ist alles meine Schuld. Weil, das war. Ja, das liegt alles an mir. Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel. Nee, das war jetzt so der perfekte Zeitpunkt, um zu zeigen, wieso ich Yasuo so geil finde. Ich kann den Champion nicht. Das sehe ich voll ein. Aber solche Sachen, auch wenn man dabei verreckt, die machen so viel Bock. Aber das ganze Hin- und Hergespringe. Ach ja, ach ja. Was meinte damit? Meins! Nein! Ja doch, ich habe noch SS bekommen. Ah, oh, das ist so geil. So. Achso, die Caitlyn ist jetzt aufgehört. Egal, ich lade das Video trotzdem hoch, einfach wegen dem Part gerade eben. Wie habe ich die gerade nicht getroffen? Wir müssten mal schauen, dass der Mastiff nicht zu viel Scheiß baut hier. Nein! Da ist der Highlander vorbei. Bei der nächsten Wave kann ich durchdashen, deswegen chase ich jetzt. Das ist halt richtig langweilig jetzt, dass die nicht da ist. Wäre bestimmt ein witziges Game geworden, aber so. Egal, ich lasse das mal auch einfach, weil ich sonst nichts zum Hochladen machen kann, wahrscheinlich. Boah.
Weil ich halt momentan kaum Zeit habe. Also im Normalfall ist es so, wenn es gerade nicht rumbackt, dass derjenige, der am nächsten am Turm dran ist, tankt. Deswegen bin ich hier gerade ein bisschen weggegangen, damit die Leone das tanken kann. Ja, das ist jetzt langweilig, ich werde jetzt einfach durchpushen, aber. Lol. Ich hätte echt den Q gemisst? Wie gesagt, Yasuo Pro. Den spielt man ja mittlerweile auch nicht mehr, den Yasuo. Weil er durch diesen Grundlebensnerf und was er noch alles für 1000 Nerfs bekommen hat. Hey, Caitlyn ist da. Durch die ganzen Nerfs ist er nicht mehr spielbar geworden eigentlich. Problem ist, ich muss irgendwie meine drei Stacks aufbauen. Irgendwie ohne dabei zu sterben am besten. Alle Kills gehen an den Gnar. Der Quadra-Kill voran. Aber komm, ich beende das jetzt. Und schaffe ich heute eventuell noch ein Game. Die Tower-Shots waren mir da egal. Oh, Fizzlip, Fizzlip, Fizzlip. Sorry, Leona, ich muss dich verrecken lassen. Oder? Ha, sie überlebt. Caitlyn war AFK und kriegt diesen Double Kill. Ist gut. Also, Infinity Edge, nächstes Item. Kann er nie schaden. Im Normalfall müsste man jetzt für Top Lane gucken. Aber ich glaube, das werden wir nicht machen. Weil die Leute einfach keinen Bock haben werden, Master Yi sollte auf in Lanes pushen. Weil als Master Yi pusht man schon Lanes, also vor allem im Late Game, aber naja, du brauchst deine Feral Flare Stacks, weil du sonst keinen Schaden machst. Down. Ich weiß nicht, warum er versucht hat, mich zu fighten. Dass er es nicht schafft, war eigentlich klar. Niemals. Also, wie gesagt, im Normalfall groupt man jetzt für Toplane. Wird ja nicht passieren, aber einfach. Man geht Toplane aus dem Grund, Baron ist ab. Wenn das jetzt ein ausgeglichenes Spiel ist und man Botlane geht, können die Gegner einfach Baron gehen. Und dann verlieren die Gegner vielleicht zwei Türme, aber sie kriegen Baron und gewinnt er doch mindestens drei Türme wieder. Minimum. Vor allem mit dem Spielstand. Jetzt in dem Game kann man das nicht so gut sehen, weil, ja, weil wir halt etwas ahead sind. Auch nur etwas.
Falls ihr euch wundert, ich spiele nicht mit Locked Camera, aber prinzipiell, wenn irgendwie eine Aktion kommt, wo es ein Durcheinander gibt, drücke ich die Leertaste, damit ich jetzt nicht die Übersicht über meinen Champion verliere. Manchmal ist es richtig blöd, wie zum Beispiel, wenn ich, nur als Beispiel, AP Malphite habe ich ein paar Mal gespielt. Und da ist es so, du machst Ulti und drückst dann DFG, damit das rauskommt, bevor die Ulti ankommt. Die Sache ist, wenn man dann mit Locked Camera spielt und angenommen, hier ist das Ziel, das man ultet, dann ultet man, dann bewegt sich ja das Bild, weil du in der Mitte immer noch bist und dann kannst du DFG nicht mehr schnell genug drücken. Das heißt, bei solchen Sachen drücke ich. Ah, ich will es erklären. Oh fuck! Ich hab gefailt, oh Gott. Pff, die flasht. Bei solchen Feldern, wie gesagt, ich ulte, bleib genau auf der Stelle und mach nicht Locked Camera, weil dann bleibt das Ziel da, kann ich Ulti und gleichzeitig noch DFG drücken. Und das kommt dann raus, wenn ich in der Nähe bin, kommt dann sofort das DFG raus. Ja, ich weiß nicht, ob das euch irgendwas bringt, ich wollte es euch einfach nur gesagt haben. No stuff. Habe ich irgendwie gemutet oder? Oder warum reden die so zusammenhangslos? In dem Fall gehe ich jetzt trotzdem Botlane, auch wenn Baron up ist. Einfach, die sind so behind, die können den nicht machen. Und wenn die das wirklich machen, die haben zwei Inhibitoren down, dann haben die verloren. Okay, soweit zum. Eigentlich hätte ich hier sweepen müssen oder hier. Weil so weit vorkommen die wahrscheinlich nicht mal mehr. Oh, Tower down. Caitlyn down. Ich hab gefailt. Wieso tanke ich die ganze Scheiße eigentlich? Vor allem, ich spiele gerade richtigen Schwachsinn permanent zusammen. Das ist so richtig dummes Zeug, das ich da mache und trotzdem gewinnen wir nicht. Auch nur, weil, einfach nur, weil die AFK war. Ich hab den Knock-up gefailt. So, ich gebase. Fist ist auch nicht mehr. Ah, der hat sich sein Items verkauft. Wird anscheinend noch ein bisschen rumgetrollt. Ha, Blade hat er unterschätzt. Ja, solche Games gibt's auch. Wenn es so jedes Ranking gestern gewesen wäre. Platina Heu. Okay, gut, das war's von mir. War mal ein etwas anderes Game. Ein Game, das mal 20 Minuten richtig down gestompt wurde. Gut, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.